Hi zum Aussteigerkanal. Ich bin heute mal in der Nähe von Messinisch. Da wohnt eine Freundin von mir. Und sie hat ein kleines Häuschen zu vermieten. Ist wirklich sehr schön. Also sie wohnt hier in dem Weißen. Hier wohnt noch jemand anders. Ist also ein Berg quasi mit im Moment zwei Frauen, die hier wohnen. Eine wohnt in diesem Haus und eine wohnt in diesem Haus, meine Freundin. Es gibt Strom. Es gibt viele größere Hunde, die sind aber ganz lieb und machen nichts. Die sind alle gerettet. Und hinter dieser Tür links ist das kleine Häuschen, was zu vermieten ist. Es ist eine schöne Umgebung. Es ist, wie gesagt, in der Nähe von Messinisch und es ist viel Wind. Ich hoffe, ihr hört mich. Wir haben hier zwei kleine Seen vor der Haustür. Es ist sehr windig. Es ist, hat 17 Kilometer nach Albufeira zum Meer und man hat ungefähr eine Stunde zur Westküste zu fahren. Genau. Mein kleiner Muck ist auch dabei. Viel Wind, ich gehe mal wieder rein und filme euch ein bisschen was ab. Also es sieht so aus, dass die Dame schon mehrere Mieter hatte und der letzte Mieter auch sehr unfreundlich geworden ist und auch betrogen hat und sie auch in gewisser Weise bedroht hat. Deswegen möchte sie jetzt nur noch Frauen. Also Frauen dürfen gern einziehen. Mit Katzen wird schwer. Hunde, es gibt schon vier Hunde oder fünf, sind aber sehr lieb. Und keine Ahnung, das müsst ihr dann mit ihr selber ausmachen, eventuell ein kleiner Hund, Katzen auf keinen Fall. Genau. Und am besten, am liebsten Langzeit. Ja, am liebsten Langzeit. Dann müsst ihr mir eine E-Mail schreiben, dann werde ich euch den Preis sagen. Also ich sage euch nur, es ist ein ökonomischer Preis. Ja? Also hier sind wir ein bisschen im Garten. Das ist natürlich ein Hundereich. Das muss man wissen, wenn man herkommt. Wenn man Hunde mag, alles gut. Wenn man sie nicht mag, vielleicht ein bisschen zu viel. Das hier ist meine Freundin Anne. Ja. Und wie gesagt, sind alles gerettete Hunde und schaut, die sind ganz lieb und zahm und alles gut. Hier kann man sich aufhalten, wenn man Hunde mag. Kein Problem, denke ich. Und jetzt wollen wir mal rübergehen ins Apartment. Es ist wirklich sehr ruhig hier, ne? Man hört kein Autolärm und nichts. Wirklich sehr schön. Sehr schön. Na, die Situation ist folgendes, dass der Vormieter noch ein paar Sachen da gelassen hat. Es muss natürlich erst abgeholt werden, wie auch immer. Die Heizsituation ist hier so, man muss mit Holz heizen. Braucht man vielleicht eine Tonne, vielleicht zwei im Winter. Das kommt auf die Miete dazu. Und Gas muss man auch für den Ofen kaufen, aber Gas ist eigentlich recht günstig. Also ich komme mit einer Gasflasche, keine Ahnung, ein halbes Jahr länger zurecht, ne? Gell? Also es ist ein schönes Dach, das macht auch einen schönen Schatten, kann man kühl sitzen. Und wer Lust hat, kann dann hier auch ein bisschen pflanzen, alles ein bisschen ordentlich machen. Ne? Da ist so ein Beet. Ne? Kann man sich alles schön machen, wenn man will. Man kann es auch streichen, wenn man will. Ne? Mit Moskitonetz, auch schon praktisch. Ein Riesenbett. Bett bleibt drin, ne? Alles drin. Mobiliert, ne? Also mobiliert wird es vermietet. Hier gibt es einen Schrank. Genau, hier gibt es einen Schrank. Ofen ist auch gut. Holzofen ist auch gut, genau. Oh, das ist ein schöner. Also, Couch gehört auch der dazu. macht es hier mummelig warm, das sehe ich schon. Das Dach ist super, das sieht auch super isoliert aus. Ist nicht immer so, also könnt ihr euch freuen. Hier gibt es ein Fenster und es gibt noch ein Fenster. Wir haben hier die Anne, Küchenschränke. Leider noch alles ein bisschen durcheinander. Ja, ist ein bisschen durcheinander, aber es wird gerade renoviert und aufgeräumt. Also, es gibt auch einen Gasofen, Genau. Spüle, Es gibt Geschirr und Stauraum. alles ist Es gibt dabei. Geschirr, Ja, wenn alles man ist es möchte, dabei, ja, kannst du auch ausräumen. genau, wenn man es möchte. Bad ist Couch, noch nicht Schrank, gestrichen. ja, schauen wir es uns mal an. Also ihr könnt da sicher auch ein bisschen umstellen, wie ihr wollt, euch das gemütlich machen. Eine schöne Lampe. Oh, die gefällt mir. Schick.
Dann gucken wir ins Bad. Es muss noch gestrichen werden. Ah, ist aber schön. Mir gefällt das. Ein Wet Room, ein sogenannter. Schön. Ja. Ah ja, praktisch. Okay. Das wird heute aber auch noch fertig. Ja. Ach, süß mit dem Fensterchen. Mhm. Sehr schön. Ich mag Tageslicht im Badezimmer. Ja, auf jeden Fall. Ist wichtig, damit man seine Falten sieht. Das wird also noch gestrichen, ist ausgebessert worden. Ja. Geschwachtelt ist, genau. Genau. Und nachher wird es gestrichen. Genau. Das war's. Das war alles neu gemacht hier auch. Ja. Ne, das. Also, Klo. Genau. Alles da. Also, Anne sagt gerade, Fernsehen geht auch. Sie hat noch einen Fernseher über. Es geht auch deutsches Fernsehen. Den kann man da irgendwo hinmachen. Hier daneben oder wo ihr wollt, das schaut ihr euch dann an. Ne? Ich entschuldige mich ein bisschen fürs Unaufgeräumte, aber es ist wie gesagt gerade in der Renovation. Aber wie gesagt, deutsches Fernsehen geht auch und das ist doch ein super Pluspunkt. Und vielleicht das Regal auch da hinstellen, das Fernsehen da drauf. Genau. Ne? Und ach, hier das, noch einen kleinen Tisch vor. Genau. Also Couch ist neu, die ist dazu gekauft und damit ihr auch eine Couch habt. Schlafcouch, wenn man einen Besuch kriegt. Ah, super, und das ist auch eine Schlafcouch. Ja. Wenn ihr Besuch kriegt, dürft ihr auch Besuch haben, dann darf da auch jemand schlafen. Ne? Natürlich nicht dauerhaft. Nein, aber ist alles locker hier, die Anne ist nett. Möchtest du noch was sagen zu deinen eventuellen neuen Mietern? Ja, ich suche wirklich jemanden, der hier passt, der das, was man in Portugal braucht, hat Humor, Zeit und Gelassenheit. Okay. Das ist wichtig. Super. Okay, also ihr habt es gehört. Wenn ihr Interesse habt, bitte meldet euch bei mir auf meine E-Mail rehabkarnis und ich werde es an die Anne weiterleiten und ihr könnt dann mit ihr kommunizieren direkt. Ja? Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach so, und Anne sagt gerade noch, je nachdem, wer schneller ist. Also falls wir keinen Langzeitmieter finden, kann man das natürlich auch monateweise mieten. Und auch da die Preise würdet ihr dann auf der E-Mail von mir zugeschickt bekommen. Ja? Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar Bilder, wie das ausgesehen hat und wie das auch wieder aussehen wird.